wenn ich zu lange Schleifen rede und irgendwie so elaboriere und man kann es auch schlecht schneiden, dann sagst du, mach mal das Gleiche nochmal in kurz und knackig. Okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Videoausschussreport, diesmal zum Digitalausschuss am 10. Februar 2021. Der war monothematisch, wir haben uns nämlich ausschließlich mit der IT beschäftigt, die man vor allem in Gesundheitsämtern einsetzt. Dort braucht man Software für zwei verschiedene Dinge im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie. Einmal eine Software zur Kontaktverfolgung, dass man weiß, wer hat mit wem Kontakt, muss in Quarantäne und muss informiert werden. Und zum Zweiten eine Software für das Management der Meldekette. Die wird schon benutzt in Laboren, um dort positive Testergebnisse an die Gesundheitsämter weiterzumelden, die das wiederum an Landesbehörden melden, die das wiederum an den Bund, also das Robert-Koch-Institut, melden. Wir haben also im Wesentlichen von zwei Softwareprodukten geredet. Über Demis habe ich euch schon mal was erzählt. Hier verlinke ich euch mein Video vom letzten Mal. Heute geht es hauptsächlich um SORMAS. SORMAS muss ich wieder ablesen, eine etwas komplizierte Abkürzung, das heißt Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System. Und das heißt wahrscheinlich deshalb Englisch, weil es vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit Ebola entwickelt worden ist, für Afrika, zuerst in Nigeria eingesetzt, sehr erfolgreich im Übrigen, aber entwickelt von einem deutschen Forschungsinstitut. Seitdem ist SORMAS in vielen Ländern zum Einsatz gekommen, leider nicht bei uns. Und wir haben uns schon im letzten Jahr die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Denn es ist sehr effektiv. Es kann nicht nur sehr gut Kontakte aufnehmen und elektronisch verarbeiten, weiterleiten, auch zum Beispiel zu anderen Gesundheitsämtern. Man kann auch automatisch Quarantänebescheide erstellen und man kann sogar Ausbrüche visualisieren, zum Beispiel geografisch, dass man anhand der eingegebenen Adressen sofort sehen kann, wo gibt es irgendwelche Cluster, wo ist vielleicht Handlungsbedarf. Aber obwohl die Ministerpräsidentenkonferenz schon im Herbst beschlossen hat, dass im November alle Gesundheitsämter in Deutschland diese Software einsetzen sollen, um effizienter arbeiten zu können, ist das nicht passiert. Dann hat man erneut beschlossen, es soll bis Ende Februar passieren. Scheint auch nicht so zu sein. Deswegen habe ich dem Ausschuss vorgeschlagen, sich mit diesem Thema eingehend zu beschäftigen. Und wir hatten mehrere Verantwortliche aus dem Gesundheitsministerium zu Gast, die uns hier Rede und Antwort standen. Die kurze Antwort, nein, es haben immer noch nicht alle Gesundheitsämter im Einsatz. 376 Gesundheitsämter haben wir in Deutschland. Der aktuellste Stand vom 10. Februar morgens früh um 8 ist, 202 Gesundheitsämter haben diese Software installiert. Da ich aus der IT komme, weiß ich, dass installiert haben und benutzen nicht die gleichen Dinge sind. Ich habe also danach gefragt, wie viele benutzen denn das auch, um Daten zu verwalten. Darauf konnte mir aber leider keiner eine Antwort geben. Sie gehen davon aus, das sind auch 202. I'm not so sure. Natürlich haben wir uns auch dafür interessiert, warum es eigentlich so viel Widerstand gibt auf Seiten der Länder und der Gesundheitsämter und warum man da nicht einfach auch vom Bund durchregieren kann und sagen, jetzt macht doch mal alle. Denn es war ja eine Wunschäußerung. Das liegt daran, dass für Gesundheitsthemen die Länder zuständig sind und das ist im Moment auch nicht durch das Infektionsschutzgesetz anders geregelt. Die Gesundheitsämter wiederum, die hatten ja ein Jahr lang schon das Problem, irgendwie Kontakte zu managen. Und da sie von SORMAS nichts wussten und es auf jeden Fall nicht hatten, haben sie sich selber was gebaut. Manche haben sich ganz komplizierte Excel-Systeme da entwickelt. Andere haben bei irgendeiner Softwarebude sich was handklöppeln lassen. Andere haben ein Produkt auf dem Markt gekauft, aber auch angepasst auf ihre individuellen Bedürfnisse. Und so existieren weit über 20 verschiedene Systeme in deutschen Gesundheitsämtern, an die man sich halt auch gewöhnt hat. Und so kommt es, dass erst vor wenigen Wochen Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, öffentlich bei Anne Will erklärt hat, die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz, die haben was ganz Tolles, die nutzen Mikado als System, die werden niemals dieses SORMAS benutzen. Gott sei Dank scheint das gar nicht ganz so zu sein, denn man hat von Seiten Bundesgesundheitsministerium mal alle Gesundheitsämter abgefragt, ob sie denn grundsätzlich SORMAS benutzen würden und wovon es denn abhängt. Die positive Antwort war, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, würden 75% der Gesundheitsämter sofort umsteigen und noch etliche mehr, wenn diese anderen 75% damit gut klargekommen sind. Das sind sozusagen die Follower, die erstmal gucken wollen, ob nichts schief geht. 10% allerdings sagen nach wie vor, sie machen es auf keinen Fall. Welche Voraussetzungen wollen die denn erfüllt sehen? Ich sagte ja schon, die haben sich in ihre eigenen kleinen Softwareprodukte verliebt.
Deswegen wollen sie die nicht abschaffen, sondern sie wollen Schnittstellen zum SORMAS-System, sodass sie beides benutzen können. Das SORMAS, um auch eine Schnittstelle zu haben in dieses schon erwähnte DEMIS-System, das ja die Meldeketten macht vom Labor über Gesundheitsämter, Länder bis zum Bund. Da eine Schnittstelle zu haben, bedeutet, keine doppelten Eingaben zu machen und keine Faxe mehr zu schicken. Das ist gut. Und dann soll es halt die Verbindung zum eigenen System geben, dass man sich nicht umgewöhnen muss. Kann ich nachvollziehen. Dieses SORMAS, das die Schnittstellen hat, gibt es noch gar nicht so richtig. Es gibt nur ein sogenanntes SORMAS-L, L für lokal, ohne diese Schnittstellen an andere Systeme und an das eigene Fachverfahren. Da warten jetzt also ganz viele Gesundheitsämter noch darauf, dass das sogenannte SORMAS-X kommt, X wahrscheinlich für Exchange, was bedeutet, dass es solche Schnittstellen hat. Die ersten beiden Schnittstellen werden sein zu dem schon erwähnten Meldekettenmanagementsystem, das DEMIS. Und ein zweites ist das SURFnet. Das ist ein solches Fachverfahren, das sehr, sehr viele der Gesundheitsämter gleichermaßen benutzen. Dann kommt die Schnittstelle schon nächste Woche von Gesundheitsamt SORMAS zu Gesundheitsamt SORMAS. Wenn Sie SORMAS X benutzen, dann können die also untereinander kommunizieren. Das ist wichtig. Denn zuständig für eine infizierte Person ist ja immer ein Gesundheitsamt. Aber die Kontakte, die ich habe, die können ja in anderen Landkreisen sein, für die sind andere Gesundheitsämter zuständig. Oder stellt euch vor, das Labor hat Ergebnisse an ein falsches Gesundheitsamt geschickt. Das passiert relativ häufig, wenn man zum Beispiel an einem Ort arbeitet, da zum Testen geht, aber an einem anderen Ort wohnt. Dann musste man früher Faxe schicken, Dinge auf Papier schreiben. Das könnte man künftig mit SORMAS X einfach von A nach B rüberschicken. Das spart den Gesundheitsämtern unfassbar viel Zeit. Und Zeit ist genau das, was wir nicht viel haben in der Pandemie, würde die Kontaktverfolgung erleichtern und uns helfen, diese Pandemie schneller einzudämmen. Wie lange soll es jetzt noch dauern? Ein einziges Gesundheitsamt hat dieses SORMAS X bereits in einem Echtbetrieb auf Rügen in MacPom. Weitere drei sollen in der nächsten Woche dazukommen und wenn diese Tests erfolgreich sind, was man hofft, dann werden in der Woche danach, also übernächste Woche von heute angerechnet, alle Gesundheitsämter in Deutschland dieses SORMAS X nutzen können und 75% wollten das ja auch sofort tun. Eine Frage, die ich übrigens immer stelle bei solchen Gelegenheiten ist, ist dieses Softwareprodukt Open Source? Die gute Antwort, ja, es ist Open Source. Das hilft auch den Herstellern von Fachverfahren, ihre Schnittstellen schon mal vorzubereiten, denn auch die Schnittstellen von SORMAS sind alle offen definiert. Ich hoffe, dass wir, nachdem wir ein halbes Jahr verloren haben, da jetzt endlich mehr PS auf die Straße kriegen. Inzidenzzahlen müssen runtergehen, Kontaktverfolgung muss wieder funktionieren. In diesem Sinne, passt auf euch auf, tragt Maske, trefft nicht so viele Leute und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und zum nächsten Videoreport. Wenn dieses Video für euch hilfreich und informativ war, freue ich mich, wenn ihr es weiterverteilt. Wenn ihr keins der künftigen verpassen wollt, da könnt ihr abonnieren und ihr könnt auf das Glöckchen drücken. Dann kriegt ihr eine Information, wenn es wieder ein neues Video in meinem Kanal gibt.